Hallo, hier bin ich wieder, euer Kochstar Kingside mit Herz. Bereitet euch wieder euer Game auf. Heute im Video frische Veta Käsepizza à la Kingside aus meiner Kindheit. Wir fliegen immer höher, hier sind wir frei. Wir sind bereit, unseren Weg zu gehen. Hier oben kann uns nichts geschehen. Denn unser Kampf ist noch nicht vorbei. In meiner Kindheit habe ich immer eine Pizza mit einem sehr guten Freund von mir gegessen. Griechischen Freund von mir. Und ich denke, ich mag die heute mal. Mit sehr viel Schafkäse und Käse. Bei jeder Vorbereitung, gerade bei den heißen Temperaturen, immer etwas trinken und Hände waschen nicht vergessen, meine Lieben. Als erstes nehmen wir 200 Gramm Mehl. Dann brauchen wir Olivia. Nehmt ihr eine halbe Hefe. Verrühren wir dann mit Wasser. Kommt dann auch in unsere Schüssel. Dann schlage ich mein Ei hier rein. Legen wir die ganze Masse zusammen. Dann machen wir den Sack wieder in die Schüssel. Dann bedecke ich meine Schüssel mit Folie und lasse ihn circa den Teig für 3 Stunden ruhen. Dabei haben wir noch Werner geguckt und Malzbier getrunken. Das war cool. Wir haben meine Tomaten in Stücke geschnitten. Dann werden meine Tomaten passiert. Dann habe ich noch Tomatenmark hinzugefügt. Dann brauchen wir noch Salz, Pfeffer, Paprika. Dann habe ich meinen Pizzateig auf Backblech gemacht. Tomatensauce drauf verteilt. Dann habe ich den Reibkäse drauf verteilt. So zerbröselt der Veta schon mal. Dann habe ich meinen Backofen auf 220 Grad vorgeheizt. Dann habe ich meine Kindheitspizza reingeschoben. Mal schau ich das Rezept auf den Tisch. Einfach, frisch, schnell und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch einen angenehmen Samstagabend.